da ich immer wieder die Frage bekomme, kann man mit dem Schwert auf Holz hauen? Auf gar keinen Fall. Schwerter sind niemals für Holz. Dann heißt es, aber in dem Film, da sieht man doch immer, wie die mit so einem Schwert auf ein Schild einschlagen. Also kann das Schwert doch das ab und man kann damit auf Holz hauen. Nein. Man stelle sich vor, seit einer Woche sitzt der Wikinger da und schärft die ganze Zeit sein Schwert, bis es rasierklingenmäßig scharf ist. Warum sollte er jetzt mit diesem scharfen Schwert auf ein Schild einschlagen? Er würde sich sofort Schaden holen und vor allem, wenn er auf ein Schild einschlagen würde, dann wüsste der Gegner, wo er gerade ist und würde das ausnutzen. Wir machen hier mal ein Beispiel. Ich hole jetzt aus und schlage auf das Schild. Dann weiß der Gegner, oh, ich muss blocken und wie man sieht, bin ich jetzt tot. Also es ist völliger Blödsinn wie in Vikings, wo immer wieder auf die Schilder eingeschlagen wird. Man wird schwach, man hat keine Kraft mehr, am Ende hängt das Schwert hier und man ist tot. Tatsächlich ist die beste Kombi eine Axt und ein Schwert gegen ein Schild. Man versucht auf die linke Seite des Gegners zu kommen, nimmt die Axt, schnappt sich das Schild. Genau darum hat nämlich die Axt diese Form. Und jetzt ziehe ich das Schild einfach weg und der Gegner kann nichts dagegen machen und kann jetzt hervorragend in den Hals hineinstechen. Und schlage nicht wie irre stundenlang auf dieses Schild. Die Erklärung: Schwerter sind nicht für Holz. Das sind die im Prinzip drei Typen der Wikinger-Schwerter. Diese teilen sich folgendermaßen auf. Ganz unten ist das Dekorations-Wikinger-Schwert. Diese sind in der Regel aus 420er oder auch 440er Edelstahl. In der Regel stumpf und Knauf verschraubt. Gelegentlich ist aber auch die Schwertklinge beziehungsweise am Ende der Schwertklinge die Schwertangel in den Knauf reingeklebt. Wirklich nur als reine Dekoration zu nehmen, sehen gut aus, für mehr sind sie leider nicht. Sie würden bei Benutzung höchstwahrscheinlich beim Übergang zur Parierstange brechen, weil sich dort die Klinge sehr verjüngt. Darüber haben wir ein Beispiel eines Schaukampfschwertes. Das hat eine 3 mm Schlagkante und ist aus weichem Federstahl, um die Schlagenergie bei einem Kampf aufzunehmen und diese nicht unbedingt an das Handgelenk weiterzugeben, was bei einem Kohlenstoffstahl so wäre. Meine Empfehlung ist, bei einem Schaukampfschwert immer tschechische Schmiede zu nehmen, weil die machen eine sehr, sehr gute Arbeit, die haben sehr viel Erfahrung. Von chinesischen Herstellern, indischen, würde ich im Schaukampfbereich definitiv abraten. Darüber haben wir zwei echte Wikinger-Schwerter. Ganz oben eins aus Damaststahl, darunter das aus Kohlenstoffstahl, das Ulfbert-Schwert. Die echten Schwerter sind scharf und sind am Knauf vernietet. Mit diesem könnte man sozusagen am Fleisch hervorragende Schnitttest machen. Griffe sind meistens aus Holz und Leder umwickelt. Parierstange ist generell dort auch immer aus massivem Stahl. Ja, das wäre erstmal die grobe Übersicht in dem Bereich Wikinger-Schwerter. Nochmal von unten nach oben. Dekoration, Schaukampf und echtes.